Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Ich habe mein Inventar aufgeräumt und ich habe das erste Mal unsere Baggerrüstung weggenommen. Wir haben sie nicht dabei, sie steht uns nicht zur Verfügung, wenn wir sie brauchen. Einfach damit ich nicht in die Versuchung komme. So, wir stellen noch ein bisschen Kleber her, wenn wir schon mal hier sind, ne? Muss ja alles ja seine Ordnung haben. Wir müssen langsam mal ins Spiel reinfinden nach 250 Folgen. Ja, ich bin zu voll für sowas, muss ich sagen, so. Ja, das Managen von seiner Siedlung und so weiter in Fallout 4, da hatte ich auch nie wirklich Lust drauf. Ich hatte Lust, sie zu bauen, aber ich hatte keine Lust, sie zu managen. Das war immer das Letzte, was ich wollte. So. Wir haben ziemlich viel Gewicht verloren. Wir haben also jetzt sehr, sehr viel Platz. Wir brauchen mehr Mutterbeeren, glaube ich, ne? Wir brauchen ein paar mehr Mutterbeeren, damit das Ganze besser aufgeht. So, wenn wir schon mal hier sind, das Blei mitnehmen, das Trinken mitnehmen und dann geht's direkt weiter. Ich würde tatsächlich heute mal... ich brauche eine Powerrüstung. Ups. Okay. Eine Nacht voller Gewalt. Da nehme ich euch gerne mit. Das ist nämlich eine richtig coole Quest. Eine Quest, die mir endlich mal gefällt. Und da sind ein Haufen Instrumente, die wir verwenden müssen. Für unsere Challenge. Da können wir direkt mal 6 Aufgaben instant weghauen. Plus Sons of Dane. Ist auch gleichzeitig nochmal so eine Challenge. Deswegen direkt dahin. Und dann geht's ab. Hallo. Herren, sehen. Da wolltest du ihm gerade die Tür aufmachen. Ach, scheiße. Na gut. Ich würde sagen, wir holen mal unsere Baggerrüstung raus. Das muss mal wieder sein. Wie viel können wir eigentlich tragen, wenn wir das Ding jetzt anhaben? 670 oder so, ne? Ach nee. Weniger! Wir haben es geschafft, die Powerrüstung einzuholen. Das Problem ist, bei der Powerrüstung, der Effekt von meinen Klamotten ist natürlich weg. Das heißt, wir haben tatsächlich jetzt die Powerrüstung geschlagen. Das Einzige, wofür sie noch dient, ist für die Verteidigung. Aber ich glaube, selbst dazu brauche ich sie nicht mehr. Ich glaube, das ist vollkommen unnötig. Hier spricht Dane Rogers. Dies ist ein automatischer Alarm. Eine unbekannte gefährliche Kreatur wurde in der Nähe der Sons of Dane Anlage gesichtet. Dieses Ding greift Bucks Kneipe jede Nacht an, wenn wir feiern. Wir nennen es den Nachtbirscher. Hat einige unserer besten Leute getötet. Pauli meint, dass es die laute Musik ist, die den Nachtbirscher wütend macht. Wenn wir richtig Lärm machen, können wir ihn also in den Hinterhalt locken. Wir wollen uns ja nicht von irgend so einem Vieh die Laune verderben lassen. Also haben wir vor, die Jukebox hochzudrehen und mit unseren Instrumenten so richtig einen drauf zu machen. Wir haben sogar ein paar kaputte Instrumente wieder angeschlossen. All das sollte ordentlich Krach machen. Irgendwas an dem Getöse scheint diesen Penner so richtig auf die Palme zu bringen. An alle guten Jäger da draußen, kommt vorbei und helft uns, den Nachtpirscher zu erlegen. Als Belohnung gibt es Bier und Party bis zum Abwinken. Wenn es nicht so lange brauchen würde zu schießen. Aber es ist eigentlich eine geile Waffe. Ich weiß gar nicht, wie ich sie überhaupt abgelegt habe. Habe ich ernsthaft gedacht, die andere Waffe wäre besser? So. Jetzt können die anderen kommen. Ah, es wird ziemlich viel Munition hier fressen. Was haben wir noch? Pfeife im Dunkeln bringt nicht viel, ne? Gucken wir mal, ob wir damit ein bisschen Spaß haben können. Oder wir verzichten komplett darauf. Obwohl, das geht eigentlich. Wir müssen damit nämlich auch Kills machen. Ja, yeah, ist gut. Lass die Jukebox mal durch.
Habt ihr schon ausgemacht? Der ist hier noch nicht aus. Alter. Ja, die verbraucht natürlich ziemlich viele Kerne. Bierflasche. Kronkorken. Gute Taschenuhr. Irgendwas Nützliches. Silbergabel. Waldschatzkarte. Nehme ich. Und solange die Musik macht, ist alles gut. Alter. Wie viel der frisst. Ich glaube, ich habe nicht genug Stahl dafür. Das könnte brenzlig werden. Okay, ich vermute mal, aussteigen ist besser. Ich darf nicht so viel Munition verschwenden. Und ich habe ja schon ziemlich viel Rüstung. Ist ja jetzt nicht so, als wäre ich komplett aufgeschmissen. Ich muss mal kontrollieren, was mehr Rüstung hat. Meine jetzige Ausrüstung oder tatsächlich die Baggerrüstung, ob wir sie schon geschlagen haben. Wenn ihr ein paar Stims verlieren würdet, wäre es echt nett. Mhm. Und die ganze Munition können wir später spielen. Munition, die ganze Musik. Das bringt uns nämlich gut voran. Ja, ist doch wesentlich besser jetzt. So sollte es sein. Ah, ist schon fast kaputt. Aber ich muss auf meinen Stahl aufpassen. Hör auf damit! Ich habe nicht so viel Stahl. Oh, Klebeband, danke. Ich hätte gerne das Psycho. Können wir uns ein... Oh, Klebeband. Das könnte ich mir eigentlich direkt reinziehen, das Psycho, ne? Ja. Hat so seine Wirkung. Hau ab. Ich mach die Tür zu, damit ich sie hören kann, wenn sie aufgeht. Bleib hier! Ja, komm. Kommt. Ich weiß, dass die Türen öffnen können. Das ist halt all. Ah, ich glaube, die Powerrüstung brauchen wir echt nicht mehr. Es ist zwar cool gewesen, aber an sich, ich meine, ich komm voll gut klar. Wer seid ihr denn, Jungs? Sollte mal die Haarklammer verkaufen. Ich kann Stahl organisieren. Bin gleich wieder da. Bin schon wieder da. Ja, jetzt kommt er doch mal still. Was an dem Getöse scheint diesem Penner so richtig auf die Peile zu bringen. An alle guten Jäger da draußen, kommt vorbei und helft uns, den Nachtfischer zu erlegen. Als Belohnung gibt es Bier und Party bis zum Abwinken. Oh, Waldschatzkarte 04. So, jetzt kann ich ihn auch wieder hören. Ah, danke. Stimmt, das habe ich gebraucht. Und ich habe hier noch Alkohol gesehen. So, direkt meinen Wein reinziehen.
Haben wir noch mehr Alkohol? Oh. Kurz vorm Gewinn. Ha! Gewonnen! Bierflasche. Bist du ausgegangen? Nein. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Aber will keiner kommen? Ich will jetzt keine Musik spielen, weil wenn ich Musik spiele, kommt da bestimmt was. Und da bin ich im Arsch. So, nochmal Psycho. Psychodats, was bringen die? Ja, komm hier. Zieh mir alles rein. Mach's nicht kaputt, nein! Ich hab kein Glas. Scheiße! Aber ich kann Glas organisieren. Bierflasche, Wodkaflasche, kleines Spiel hier. Ja klar, stirb halt und nimm mich mit. Zum Glück habe ich die hier gesehen. Hauptsache quatscht nicht wieder. Rechtzeitig zurückgekommen. Alles klar, reparieren. Oh Mann! Ich muss mich hier echt durchprügeln. Was für ein Cheater. Schlägt er mich noch, bevor er durch die Tür ist? Aber ich habe ihn vorher schon geschlagen. Geh an. Los, mal Musik hier. Da blinkt nur der Typ, ne? Ich sollte echt viel mehr von den Drogen nehmen. Ich mach's nie, weil ich bin ehrlich gesagt zu faul, immer sowas zu nehmen. Aber mache ich in keinem Spiel. Ich sammle das Zeug und dann verkaufe ich es irgendwie. Das ist eigentlich normalerweise, was ich mache. Na, ist dir Spaß? Ich habe nicht so viel Material, also bitte. Stealth Boy. Weiter, los. Wo sind denn die alle? Wenn wir viel mehr von den Zombies kommen würden, ne? Dann wären wir schon längst durch hier. Okay, gleich haben. Was habe ich denn schon auf Favoriten? Habe ich nicht. Oh Gottes Willen, das kann ja was werden hier. Oh, wo ist er? Rechts. Okay. Nein. Ah, jetzt kommst du plötzlich von der Seite. Oh, Mehrzweckaxt, wow. Eine Nacht voller Gewalt. Soll ich ein Foto von einem Wendigo machen? Foto. Foto. Ja, Foto von einem Wendigo. Machen wir doch direkt. Ein bisschen zerfetzt der Junge, aber egal. So. Der Wendigo. Da hatte ich eigentlich geplant, den Wendigo zu fotografieren, wenn wir in der Wendigo-Folie sind. Aber. Ich meine. Das geht auch. Ne? Habe ich ja nichts dagegen. Perfekt, jetzt haben wir auf jeden Fall die beiden Events, die wir machen müssen, sind durch. Wunderbar, ja. X hat nicht funktioniert, danke Spiel. So, wird Zeit hier mal den ganzen Scheiß loszuwerden. Ja, wir kommen easy ohne die Baggerrüstung klar, also. Huh. So. Waffensturm, so ein Klinge hier. Was? Stille 2, oder wer hat sie? Achso, nice. Nehme ich, danke. Sehr schön.
Der ist auch fast kaputt. Kann ich den hier reparieren? Nee, Bastelwerkstatt. Naja, wir werden schon was finden. Was haben wir denn hier? Mein Whisky. Kennen wir, glaube ich, oder? Carl, du weißt nicht zufällig, warum das Fass Whisky, für das ich dich bezahlt hatte, diese eklige Pissbrühe enthält? Hast du im Suff etwa wieder mal das Plumsklo mit der Distille verwechselt? Du würdest einen guten Schwarzgebrannten vermutlich nicht mal erkennen, wenn er dich in den Arsch beißt, du alter Blödmann. Schön. So. Ja, was wollen wir machen? Genau, wir wollten die Gelegenheit wahrnehmen und die tägliche machen. Ja, umschwärmt ist eigentlich auch gut. Aber ich würde gerne die tägliche machen, weil dann könnten wir auf Skorpione treffen. Das wäre mir halt schon wichtig, dass wir das irgendwie ein bisschen hinkriegen. So, ansonsten Protektrons hätten wir auch schon unzählige fotografieren können. Scheiße. Ja, aber es geht eigentlich. Es geht. Es gibt Schlimmeres. Wir müssen noch zur Black Bear Lodge ein Brahmin fotografieren und Appalachia Antiques. Wo das Appalachia Antiques ist, weiß ich sogar. Mein Controller hat vibriert. Warum? Da können wir sogar hingehen demnächst. Hä? Hier wollte ich eigentlich gar nicht machen, oder? Die Ziele sind schon wieder zerfetzt. Keine Ahnung, ob diese Köter oder das Gewitter neulich daran schuld waren. Irgendein Dummkopf hat mich so programmiert, dass ich aufgebracht bin, wenn nicht stets neue Ziele vorhanden sind. Dabei könnte ich wirklich Ihre Hilfe gebrauchen. Besorge Papierziele. Das ist nicht das, was ich machen wollte. Ehrenbegräbnis. Was haben wir hier eigentlich? Da, sprich im Haus der Kürbisse mit Jack. Machen wir das. Machen wir doch einfach das. Weil da bekommen wir halt das, was wir auch noch brauchen. Ich wollte es zwar vermeiden, dieses Ding hier zu machen, aber es geht ja offensichtlich nicht anders. Ich brauche diese Kürbisgranate. Schade. Schade, schade. Ich mag, keine Ahnung, irgendwie, irgendwas passt mir in dieser Quest nicht. Ich bin da hingegangen bei der täglichen und die kam mir schon so suspekt vor. Ich habe sie noch nicht gemacht, ich habe keine Ahnung, was da passiert, aber sie ist so suspekt. Schmeckt mir einfach nicht. Hm. Alles klar. So viele Kürbisse zu schnitzen, so wenig Zeit. Sie da? Lassen Sie mich mal sehen. Ja, ja, Sie sind perfekt geeignet. Aber wo bleiben meine Manieren? Willkommen im Haus der Kürbisse, einer der beliebtesten Attraktionen in Appalachia. Ich bin Jack und verwalte hier alles. Hallo Jack. Aber zur Sache. Die Besucher erwarten perfekt geschnitzte Kürbisse für das Herbstfest. Allerdings faulen mir die Dinger weg. Da kommen Sie ins Spiel. Würden Sie mir freundlicherweise ein paar Kürbisse zum Schnitzen besorgen? Ich kann Ihnen eine angemessene Entlohnung zusichern. So viele Kürbisse zu schnitzen, so wenig Zeit. Sammle Kürbis, aber ich kann doch keine Kürbis anpflanzen. Deswegen bin ich doch hier. Nun, ich habe endlich alle Roboter online gebracht und sie darauf programmiert, Kürbislaternen zu schnitzen. Sie haben allerdings immer noch Probleme damit, die Kürbisse so abzusetzen, dass sie nicht auf den Kopf rollen. Alles in allem halte ich diese Automatisierungsidee aber für eine ziemlich gute Sache. Wendy hat den Begrüßungsroboter Jack O'Lantern genannt. Ich glaube, die Kinder werden ihn lieben. Der 31. Oktober steht fast vor der Tür. Mit etwas Glück sollte das unser bislang größtes Event werden. Apropos größtes Event. Halt's Maul. Der 31. müsste doch hier eigentlich ein awesome Event sein, oder? Müsste. Merkt euch meine Worte. Ist es nicht mehr lang hin? Ich bin gespannt, was Halloween hier passiert, weil da sind ja eigentlich die Bomben so wirklich gefallen. So viele Kürbisse zu schnitzen, so wenig Zeit.
So, wie organisiere ich jetzt Kürbisse? Es müssen ja frische Kürbisse sein, ne? Ja, habe ich hier irgendwie eine Markierung? Tatsächlich. Da. Ah. Natürlich bei den Brandbestien. Wo denn noch sonst? Wäre ja auch zu einfach. Nee, das knacke ich nicht. Da bin ich zu faul für. Ja, aber was muss das, Moss? Wir müssen uns da halt rumschleichen. Aber hier liegt ja... An solchen Tagen frage ich mich, wofür ich überhaupt schnitze. Hier liegen ja zwei Brandbestien. Die Frage ist, sind das meine oder nicht? Sind sie mir gefolgt mal wieder? Oder nicht? Das Geräusch da. Was das sein? Habe ich mich auch gerade gefragt. Alter Schwede, bist du laut. Tod aus dem... Junge! Guck mal, das ist noch ein Ausguck oder so, ne? Ach, zuerst Stufe 5 und dann 65 oder 68. Ein kleiner Unterschied. Ich treffe nicht mal. Cool. Aber die wissen jetzt, dass ich hier bin. Oh, Brandbestie. Lock sie nicht an, Junge. Lock sie an und ich töte dich, ich schwör's dir. Zu spät. Huch, was mache ich denn da? Komische Knöpfe drücken. Du willst Stress? Den kannst du haben, komm. Scheiß auf das Viech. Scheiß auf euch. Jetzt kommen dir die harten Geschütze. Und jetzt verstecken wir uns. Okay, das schwirrt da hinten immer noch rum. Wir sind 50 Meter entfernt von unserem... Danke, jetzt weiß er Bescheid, dass ich hier bin. Geil, danke, wow. Arschloch. Ihr schießt doch! Dieses kleine dämliche Arschloch, das mich gefunden hat, ich fass das nicht. Kommt der jetzt her? 65, ey, ja. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Warum bist du so ein Arschloch? Ah, gut. Das war ein Ghoul. Das war kein Verbrannter. Hey, was? Ah. Okay, jetzt kriegst du es mal. Das reicht mir mit dir. Ich verbrauche all meine Kerne für dich, ist mir egal. Ich sehe nichts. Dämliche Gegnertyp, ne? Wer hat sich die ausgedacht? Sag mir, wer sie sich von Bethesda ausgedacht hat. Ich schwör's dir. Ich komme den zu Hause besuchen und dann backe ich ihn einen Kuchen mit Scheiße. Ist er tot? Er ist tot. Wir sehen. Ich bin ein Magier. Verschwindibus. Hä? Ich habe nur ein Licht gesehen und dann war er weg. Hat ihn jemand wegteleportiert oder so? Ich hätte auch ein bisschen was von meinem Glück. Ich habe jetzt Munition verschwendet. Ressourcen verschwendet für das Drecksvieh. Ja gut. Vielleicht, wenn ich mich das nächste Mal teleportiere, ist er hinter mir. Passiert ja gerne mal. Okay. Das fette Viech ist weg. Ich bin glücklich. So. Ist hier noch irgendwas, was mich gerne töten möchte? Ja, wird doch nicht. Knallerbsen? Ja. Oder Knallbeeren. Ist das ein Teddy? Was? Ach nee. Zecken.
Ich muss da eh ein paar von töten. Du zählst nicht. Orangefarbene Serviette. Ja, die wollte ich haben. Du! Oh, Halloween-Schädel. Eine Milliarde Karten. Tickets. Ach komm. Okay, jetzt brauchen wir noch einen. Ich bin genug aufgeregt. Schnaps. So, wo sind die Melonen? Was ist das? Wilder Mais. Ah, Mais brauche ich jetzt nicht unbedingt. Kürbisse. Nicht Melonen. Hier schon wieder Mais. Scheiß auf Mais. Kürbisse, ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So, wir sind ziemlich nah am Riss dran. Ja, ich will kein Foto machen, dass die Kralle direkt neben dem Foto ist. Komm her! Oh. Gibt's noch irgendwas Besonderes? Ich will jetzt hier nicht zu lange bleiben, sonst kommt da noch so ein scheiß Vieh raus. Sind das Fossile? Nein. Oh, ich dachte, da fliegt was. Das war aber ein Busch. Alles in Ordnung. Alles gut, Freunde, alles gut. Gehen wir zurück. Geben wir Jack die Kürbisse und dann kriegen wir hoffentlich das Rezept, was wir brauchen. Ah, guck mal. Ich glaube, da liegt sie. Wird sie von der Kackbratze bewacht oder was ist das? Nee, ist ein Busch. Ist leer. Ist das gar nicht meine? Sie könnte zu Asche geworden sein. Stimmt. Vielleicht liegt sie da. Ich habe sie noch nicht gesehen, weil es einfach nur ein Häufchen elendiges irgendwas ist. Vielleicht verfolgt mich ja die nächsten Stück Asche. Das wär's doch. Ach, okay, das waren. Das waren meine Viecher. Die haben mich verfolgt bis da hinten hin. Deswegen waren die leer. Ja, ich weiß nicht, wo der andere ist. Der ist einfach plupp. Und weg war er. An solchen Tagen frage ich mich, wofür ich überhaupt schnitze. Da liegen auch Kürbisse. Oder? Die sehen so rötlich aus, ja. Wir hätten gar nicht dahin gehen müssen. Hier drumherum wachsen genug Kürbisse. Ja, danke fürs Verarschenspiel. Danke, dass ich mich mit dem Arsch anlegen musste. Ist sie da? Moment mal, sie kenne ich doch. Willkommen zurück. Ja, ja, so viele frische Kürbisse. Ich mache mich sofort ans Schnitzen. Was ihre Belohnung angeht, ich habe einige leicht radioaktive Samen der verdorbenen Kürbisse gesammelt. Sie sehen vielleicht nach nichts Besonderem aus, sind aber ein wichtiger Bestandteil für frische, selbstgemachte Kürbisgranaten. Vorsicht bei der Anwendung. Kommen Sie bald wieder vorbei. Ein Schnitzer hat immer was zu tun. Aber die kann ich doch nicht machen, weil ich keine Kürbisse anpflanzen kann. Oder täusche ich mich jetzt? Oder sind das spezielle Samen, die du immer anpflanzen kannst? Sieht so aus, als würde er reingucken. Wieso sollte man hier hochklettern? Keine Ahnung. Aber Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Wir gehen jetzt nach Hause und dann gucken wir in der nächsten Folge, ob wir die Dinger auch anpflanzen können. Wir haben jetzt noch einen zusätzlichen Kürbis am Start, den habe ich extra nochmal mitgenommen, um zu gucken, ob wir ihn vielleicht doch anpflanzen können. Haut rein, Eisiro, tschüss.